Im Namen von der Krebsliga Zürich begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Vortrag über Cancer Survivorship, was das Leben mit einer Krebserkrankung mit sich bringt und wo Sie Unterstützung finden. Mein Name ist Corinne Meyer, ich bin Pflegefachfrau Onkologie und bin Mitarbeiterin von beiden Begegnungszentren Turmhaus und Wäldli und arbeite auch noch auf der medizinischen Onkologie am Kantonsspital Winterthur. Ich bin auch Pflegefachfrau, Schwerpunkt Onkologie und Palliativcare und arbeite auch im Begegnungszentrum Turmhaus in Winterthur und im Wäldli in Zürich im Begegnungszentrum. Schön, sind Sie so zahlreich erschienen. Danke vielmals fürs Interesse. Vom Ablauf her widmen wir uns zuerst einmal ein paar Zahlen und Fakten zu Krebs widmen. Dann geht es weiter zu der Ausgangslage in der Schweiz. Dann auch, was sind Cancer Survivor? Wir kommen zu den Spat- und Langzeitfolgen nach einer Tumortherapie. Dann widmen wir uns der chronischen Müdigkeit oder der Cancer-related Fatigue, das unsichtbare Symptom. Dann geht es weiter zu den Therapien von Spat- und Langzeitfolgen. Wir stellen zwei Fallbeispiele vor und wollen zum Schluss noch auf die Unterstützungsangebote der Krebsliga Zürich aufmerksam machen. In der Schweiz gibt es jährlich 45'000 neue Krebsfälle. Die Tendenz ist leider steigend. Und es sterben 17'300 Menschen pro Jahr. Krebs ist die zweithäufigste Todesursache und ein Drittel von allen Einwohnern in der Schweiz erkranken im Laufe ihres Lebens an einem Tumor. Und es gibt momentan etwa 400'000 Menschen in der Schweiz, die mit einer Krebsdiagnose leben. Glücklicherweise können heute Krebserkrankungen teilweise geheilt oder längerfristig therapiert werden. Krebs hat sich von einer lebensbegrenzenden, unheilbaren Krankheit in vielen Fällen zu einer lebensverändernden, chronischen Erkrankung entwickelt. Cancer Survivor in der Schweiz, also ein Cancer Survivor ist ein Krebsüberlebender. Von denen leben rund 400'000 in der Schweiz. Dank dem Fortschritt in der Medizin sind das rund doppelt so viel wie noch vor 20 Jahren. Bis ins Jahr 2030 werden in der Schweiz gemäss Hochrechnungen über 500'000 Menschen mit oder nach Krebs leben. Cancer Survivorship, das ist ein englischer Begriff, Survivorship. Es bezeichnet im Grunde genommen Beratung und es geht jetzt hier spezifisch um Gesundheit von im körperlichen, seelischen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich von Menschen, die nach Abschluss oder während einer Krebsbehandlung betroffen sind. Ich mache weiter mit den Spat- und Langzeitfolgen von diesen Cancer Survivors. Geheilt und doch nicht ganz gesund ist ein Satz, wo denke ich, treffend ist. Die Spat- und Langzeitfolgen zeigen sich in der chronischen Müdigkeit, also Erschöpfung. Konzentrationsstörungen können auftreten, dann die reduzierte körperliche Leistungsfähigkeit, Ängste und Depressionen, Schlafstörungen, Nervenschädigungen, menopausale Beschwerden, Osteoporose und Lymphödem sind für viele Betroffene eine Begleitung, die sie auch nach der Heilung der Krebserkrankung aushalten müssen. Spat- und Langzeitfolgen sind natürlich dann auch die Veränderungen in einer Partnerschaft, auch die ganze Sexualität, die sich da verändert. Bei jungen Menschen ist Unfruchtbarkeit ein Thema. Herzerkrankungen, Nieren- oder Lungenschäden.
Hörminderung und Inkontinenz und leider oftmals eine zweite Tumorerkrankung. Das Cancer-related Fatigue ist eine chronische Müdigkeit, wo man auch sagt, das unsichtbare Symptom. Ich werde näher auf das Symptom eingehen, weil das ein Symptom ist, wo belastende, anhaltende, subjektive Empfindung ist, von physischer, emotionaler, kognitiver Müdigkeit bis hin zu Erschöpfung. Das ist verursacht durch die Krebserkrankung und Behandlung, die sich nicht durch eine körperliche Aktivität erklären lässt, sondern das ist eine permanente, schwere Müdigkeit, die die Betroffenen begleitet. Die Fatigue, wie man sagt, tritt zwingend immer im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung auf. Ist 80% betroffen während Therapie, Tumor bedingt. Das heisst, die Menschen, die Chemotherapie haben, Immuntherapie, Radiotherapie, sind während dieser Zeit schon betroffen. Und 40... Wie? Yeah. Ja, das ist natürlich auch ein Thema. Ja. Schmerztherapie. Ja. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen beim Fatigue. 40% sind weiterhin betroffen, auch Jahre noch nach Abschluss der Therapie. Also das ist etwas, was sich dann chronifiziert und viele Betroffene ein Leben lang begleiten kann. Genau. Die chronische Related Fatigue kann zu erheblichen Leistungseinbußungen führen, also so schwer sein bis zu einer Berufsunfähigkeit, dass die Betroffenen sich nicht mehr erholen und auch nicht mehr in den normalen Arbeitsalltag zurück und oftmals auch zu einer IV-Rente führt. Und natürlich auch die ganze Lebensqualität deutlich vermindert ist. Das Fatigue-Symptom wird von den Betroffenen als eines der belastendsten Symptome wahrgenommen wie die anderen. Und wird leider auch in unserer Gesellschaft oft verkannt oder unterschätzt. Genau. Ein Leben, wie es früher war, vor der Erkrankung, ist für viele gar nicht mehr möglich. Ja. Wir haben die drei Ebenen von dieser chronischen Related Fatigue. Das sind die körperlich, kognitiv und emotionale Bereiche. Also körperlich ist eben die Müdigkeit, die totale Erschöpfung, Schwäche, Kraftlosigkeit, auch die reduzierte Leistungsfähigkeit. Also die Leute sagen mir einmal, das ist, wenn sie einmal ums Haus herumlaufen, ist das für sie, wie wenn ich wahrscheinlich würde 6-Stunden-Wanderung machen. Also die sind dann wirklich so erschöpft. Kognitiv sind die Konzentrationsprobleme, die auftauchen, Gedächtnisprobleme und auch natürlich dann Probleme beim Denken, bei den Denkabläufen. Emotional führt das auch zu psychischer Erschöpfung, dass sie jahrelang aushalten, mangelnder Antrieb, Motivationsprobleme auftauchen, weil man immer in dem innen ist, es gibt keine Besserung, Interessensverlust, viele Sachen mag man gar nicht mehr machen, Hobbys von früher, weil das einfach alles zu streng ist, Niedergeschlagenheit und vielmals auch Ängste und natürlich die Frustration, die da auftritt. Wenn man plötzlich ein anderer Mensch wird auch. Einflussfaktoren sind da sehr vielseitig. Einerseits, habe ich es vorher schon erwähnt, sind das Therapien, also die ganzen Strahlentherapien, Chemotherapien, Hormontherapien. Das ist für den Körper sehr belastend. Dann der Tumor selber, der braucht sehr viel Energie. Medikamente mit den Nebenwirkungen, die auch Einfluss nehmen. Dann die ganze emotionale Belastung, Ängste, Depressionen. Das, was Sie vorhin gesagt haben, Schmerzen, das ist auch ein grosser Einflussfaktor, chronischer Schmerz. Begleitende Erkrankungen, die oftmals leider auftreten, sind Infektionen,
die endokrinen Störungen, kardial, renal, also Herz, Nierenprobleme und die pulmonale, hepatische, so von Lungen, Leber, all die Organe, die auch betroffen sind, wo wenn es dann auch ihre Funktion eingeschränkt sind und natürlich auch die neurologischen Störungen von Hand-Fuß-Syndrom, von Kribbeln, Schmerzen in der Fingerspitze, in der Fußspitze, Gefühlsstörungen auch als Folge von der Therapie. Dann die Anämie ist ein Riesenthema, also die Blutarmut, Schlafstörungen, der Aktivitätslevel, der natürlich sinkt. Und auch ein wichtiger Einflussfaktor ist der Ernährungsstatus. Ist auch eine Mangelernährung vorhanden oder nicht? Inhaltlich mit den Nährstoffen, die man dann noch anschauen. Man kann verschiedene Assessments machen, also Erfassungen. Wie stark ist die Fatigue? Da haben wir jetzt ein Beispiel. Einschätzung 0 ist gar nichts an Symptomen. Und 10 ist absolute Erschöpfung. Kann man so ein bisschen anhand von einem Assessment Fragebogen eine Erhebung machen, um herauszufinden, wie schwer ist die Erschöpfung. Wichtig ist zu wissen, Fatigue und Depressionen werden manchmal gleich angeschaut, sind aber zwei ganz verschiedene Krankheiten. Sie äußern sich aber sehr ähnlich. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, dass man das ganz genau abklärt, ob eine Depression oder eine Fatigue vorliegt oder sogar beides. Der Grund, warum man das ein bisschen herausfinden muss, ist, eine Depression ist einfacher zu behandeln, weil die Ursache ist eine andere. Oftmals ist es mit Medikamenten behandelbar, eine Depression. Eine Fatigue ist die Ursache eine andere, wird anders behandelt. Bei ca. ein Drittel der Patienten liegt aber natürlich auch eine Depression vor, weil vielmals die jahrelange Erschöpfung mit diesen Symptomen zu einer Depression führt. Genau. Um die Fatigue ein bisschen in den Griff zu bekommen, gibt es diverse Möglichkeiten. Eines von denen ist das multimodale Therapieangebot. Das ist jetzt von Klinik Geiss das Beispiel. Ist auf diesen Pfeiler da von Bewegung, Ernährung, Entspannungstechniken, Information und Motivation aufgebaut. Es gibt dann so einen Check, einen individuellen, wo man anschaut, was braucht der Einzelne, der betroffen ist, an Unterstützung und macht dann anhand dieser Einschätzung auch die Interventionen, also Entspannungstechniken, so Achtsamkeitsübungen, Yoga. Als Beispiel Bewegung ist ein sehr wichtiges Ausdauerkraft. Die ganze Ernährung wird angeschaut und auch die ganze Information über die Nebenwirkungen. Alles mit Fachleuten dann zu diesen Themen. Genau. Also Therapie mal in erster Linie ist die kausale Behandlung. Also man tut zum Beispiel, wenn jemand eine Anämie hat, tut man die beheben. Wenn jemand Schmerzen hat, schaut man mal noch mit dem Medikament, braucht es da gewisse Anpassungen. Oder wenn jemand auch sonst an einem Symptom leidet. Übelkeit ist auch noch eins. Dann, wenn es eine Depression ist, geht man in die Behandlung auch von Depression. Und ein wichtiger Behandlungsansatz ist sicher die körperliche Aktivität. Verschiedene Studien belegen die Wirkung von Ausdauertraining 2 bis 3 Mal in der Woche, von 30 bis 45 Minuten. Krafttraining und auch die Bewegung in den Alltag zu integrieren, das weiss man einfach, ist eine der besten Interventionen im Zusammenhang mit Fatigue. Die Ernährung optimieren, proteinreich, also möglichst unverarbeitete Produkte. Dann das ganze Energiemanagement,
Das heisst, man schaut auch mal das Energiekonto an von jedem Einzelnen. Wie teile ich meine Kräfte einteilen? Wo setze ich Prioritäten? Wie plane ich meinen Tag? Wie plane ich meine Woche? Mit Hilfsmitteln von Wochenplan. Die ganze Schlafhygiene schaut man an. Wie ist die Schlafqualität? Dann gibt es die Mind-Body-Therapie, wo Achtsamkeitskurs, Yoga, autogenes Training und Akupressur usw. so helfen können für eine bessere Lebensqualität. Genau. Dann haben wir unser Unterstützungsangebot von der Krebsliga Zürich, wo sehr umfangreich ist, alles abdeckt. Das ist die persönliche Beratung und Unterstützung. Das sind unsere Sozialarbeiterinnen, Zentrum für Psychoonkologie und das ambulante Onkoreha-Angebot. Dann haben wir die Begegnungszentren Weltli in Zürich und das Turmhaus in Winterthur. Und die ganze Cancer Survivorship-Beratungen, die auch in diesen Zentren stattfinden. Und Literatur und Apps. Verschiedene regionale Krebsligen, wo man sich informieren kann. Persönliche Beratung und Unterstützung. Das Leben mit Krebs hat ja bringt grosse Herausforderungen mit sich. Und das Beratungsteam lässt die Betroffenen und Angehörigen nicht allein. Also wenn man nicht weiss, wie man weiterkommt, ein Telefon. Und in der Regel haben wir die Möglichkeit, Auskunft zu geben oder irgendeine Vernetzung. Eine Adresse angeben können. Die persönliche Beratung hilft bei konkreten Anliegen. Herauszufinden, was Betroffene oder Angehörige in ihrer aktuellen Lebenssituation am dringendsten benötigen. Das Beratungsangebot ist die rechtliche und administrative Belange. Also rechtliche Belange sind auch, wenn man noch im Arbeitsprozess ist, was habe ich für Recht, wenn ich krank bin, wie Lohnfortzahlung. Dann die ganzen Sozialversicherungsfragen. Lebensalltag mit Krebs, die ganze Arbeitswelt, wie sieht das in Zukunft für mich aus? Weil viele Betroffene über eine längere Zeit nicht mehr zurückkommen in den Alltag, auch nicht mehr in die Arbeitswelt. Da kommen auch Fragen zu Finanzen. Also da kommt auch die finanzielle Unterstützung. Familienhilfe, wenn eine Mami oder der Papi erkrankt. Eine riesige Belastung, wie kann man die Familien unterstützen. Dann die ganze Kommunikation über Krebs und Selbsthilfe. Also was habe ich selber als Betroffene für Möglichkeiten. Die ganze psychische Belastung, die auch unterstützt wird durch eine psychoonkologische Beratung. Und die ACPs, das sind die ausführlichen Patientenverfügungen, die mit Vorsorgeauftrag noch ein Angebot ist von Krebsliga, wo die Betroffenen die Möglichkeit haben, eine abzuschliessen. Kurs und Seminar werden auch angeboten, regelmässig. Da gehe ich noch näher darauf ein, Zentrum für Psychoonkologie und ambulante Onkoreha. Eine Krebsdiagnose ist eine Belastung für Betroffene und Angehörige, also das Umfeld leidet auch, ist immer dabei. Krebs ist zwar eine körperliche Krankheit, doch es betrifft immer den ganzen Mensch mit seinem sozialen Netz, mit seiner Emotion. Und ja, da kommen auch Sinnfragen, Ängste. Wie geht es weiter? Und bis hin zu Panik. Also die Leute können sich verlieren, die Betroffenen wissen nicht mehr weiter. Und eine Psychotherapie kann neue Sichtweisen öffnen, auch für Betroffene und Angehörige, wo sie unterstützt werden oder Strategien mit überkommen, wie sie jetzt mit der Erkrankung und dem ganzen Prozess, den die Erkrankung mit sich bringt, können umgehen und den Alltag können bewältigen.
Wir haben auch noch das ambulante Onko-Reha-Programm aus dem Zentrum für Psychoonkologie heraus. Das ist ein sehr schönes Programm. Das ist unter der ärztlichen Leitung von Bruno Pfammatter. Das ist ein strukturiertes Programm mit einem Wochenplan, wo man individuelle Module macht. Einzeln- und Gruppenplanungen macht. Man schaut ein bisschen an, was braucht der Betroffene. Das Onko-Reha-Programm geht zwischen 8 und 12 Wochen. Und die Kosten werden in der Regel von der Grundversicherung übernommen. Das Angebot ist vielseitig. Also man hat eine fachärztliche Betreuung in diesem Programm. Physiotherapie, dann die lymphologische Therapie, Sport- und Bewegungstherapie, das Fatigue-Management, Schulung, gehört auch dazu. Man kann auch noch in die Gruppe von Progredienzangst. Progredienzangst ist Angst vor einer Neuerkrankung. Ernährungsberatung, dann die ganze psychoonkologische Therapie und all die Achtsamkeitssachen im Mind-Body-Medizin und Komplementärmedizin, die auch eine Ergänzung ist. Sozialberatung und auch die ganze Sexualtherapie, die ein grosses Thema ist. Das sieht dann so aus. Man kommt dann so einen Plan über, von Montag bis Freitag. Und dann tut man da so die Aufteilungen machen. Und dann spult man da Tag für Tag das Programm ab. Genau. Das ist jetzt ein Beispiel von einem Wochenplan. Da schaut man dann wirklich individuell an. Es darf natürlich nicht zu viel sein, nicht, dass die Motivation dann auch sinkt. Danke, Michelle. Dann komme ich zu unseren zwei Begegnungszentren. Links sehen Sie das Turmhaus. Das kennen wahrscheinlich einige von Ihnen schon. Das ist das Winterthur, geht nahe Spital. Es gibt seit guten 10 Jahren und hat sich, glaube ich, so in der Umgebung Winterthur sehr gut etabliert. Das rechts ist Neues, Wäldli. Das liegt in Zürich neben der Geschäftsstelle und gibt es seit dem November 2021. Die Angebote in beiden Begegnungszentren sind ähnlich oder gleich. Wir haben immer Freude an spontanen Besuchen. Das ist uns auch ein Anliegen, dass es niederschwellig ist. Da kann man einfach hineinlaufen bei uns. Und zwar vom 10 bis 5 Uhr sind die Türen offen. Wir haben einen Gemeinschaftstisch, einen grossen, wo man sich trifft, Kaffee trinkt, zusammen sich austauscht. Und auch für Kinder gibt es eine Kinderecke. Es sind immer 1 bis 2 Ansprechpersonen vor Ort. Wir sind alles Pflegefachfrauen mit Onkologieerfahrung oder im Palliativcare. Wir haben auch immer jemanden von der persönlichen Beratung und Unterstützung vor Ort, also Sozialarbeiterin, die sich um diese Thematik kümmert. Dann haben wir aber auch Psychologen und Psychiater, die ihre psychotherapeutische Begleitung in diesen beiden Zentren anbieten. Weiter machen wir Beratung für Cancer Survivor. Auf die komme ich später noch ein bisschen genauer darauf zurück. Und wir haben eine Bibliothek mit Fachinformationen, mit Büchern, Broschüren, Flyer, alles rund um die Hepatik, Krebs und Bewältigung. Dann bieten wir verschiedenste Kurs an. Einerseits sind das Bewegungskurs wie Yoga, Tai Chi, Kraft, Ausdauer und Entspannung, aber auch Sachen wie Gedächtnistraining oder Achtsamkeitskurs. Es gibt zum Teil auch Kurs, die man online besuchen kann. Wir haben 1 bis 2 Vorträge im Monat über ein Fachthema, das immer gut besucht wird. Und alle Woche am Nachmittag findet bei uns ein Workshop zu verschiedensten Themen statt. Bei uns treffen sich auch Selbsthilfegruppen. Jetzt gerade zu Winterthur ist das Gruppe Multiples Myelom und Prostatakarzinom. Brust. Neu auch noch Brust. Danke.
Dann, wie gesagt, bieten wir Cancer Survivorship-Beratungen an. Die Beratungen haben da geht es wirklich um Symptome und Selbstmanagement der Betroffenen. Es geht darum, die gesunde Verhaltensweise den Leuten näher zu bringen. Also die Thematik Bewegung und Ernährung ist wirklich ein grosser, wichtiger Pfeiler. Das Reduzieren vom Risikoverhalten versteht sich von allein. Und uns ist es einfach auch wichtig, um die Therapiemotivation zu verbessern. Oh, genau. Das grösste Ziel ist im Grunde genommen, dass wir die Lebensqualität dieser Menschen verbessern. Dass sie die Folgenerscheinungen der Therapie erkennen und so dann auch wissen, was sie machen müssen. Es geht darum, die unterschiedlichen Bedürfnisse zu erfassen und jeden Einzelnen zu beraten und zu begleiten nach Abschluss einer Tumorbehandlung. Ein verbessertes Selbstmanagement gibt eine bessere Selbstwirksamkeit, wenn man erkennt, man hat ein Problem wie eine Fatigue und man lernt, was man dagegen machen kann und man dann auch spürt, dass es wirkt, denke ich, ist das Beste, wie man das angehen kann. Wir tun natürlich auch an spezialisierte Therapeuten zuweisen oder auch zum Arzt, zu Berater oder tun die Leute zu themenspezifischen Programmen weiterleiten. Wie laufen die Beratungen ab? Die Leute kommen mit einem Anliegen, wir klären den Beratungsbedarf und die Erwartungen. Das ist immer ganz wichtig. Wir machen dann Anamnese und machen das vor allem auch mit einem Instrument, das Distressthermometer heisst. Mit dem arbeiten auch verschiedene Spitäler, unter anderem auch die Onkologie. Und mir gefällt das Instrument, weil das die verschiedensten Lebensbereiche anschaut. Also einerseits die körperlichen Probleme erfasst, aber auch die seelischen, wie zum Beispiel Ängste, Sorgen, Trauer und so weiter. Andererseits dann eben auch die soziale Komponente, also die Arbeit, das Wohnen, die Finanzen und so weiter. Wenn man das ausgearbeitet hat, dann geht es an Ziel und dann schaut man auch, ja, was will ich ändern und was sind kurzfristige und was sind eher langfristige Ziele. Man sucht miteinander Lösungswege und schaut auch, hey, was habe ich bereits schon für Lösungswege, weil der Mensch, wenn er ein Problem hat, geht er in der Regel schon mal in Aktion und probiert etwas aus. Wichtig ist eben genau immer, dass man auch die Ressourcen bei sich entdeckt, oder? Weil die haben wir alle. Manchmal muss man einfach, findet man es am ersten Mal im Gespräch raus oder wenn man darüber redet. Was kann ich gut und was ist hilfreich? Und wenn man selber nicht weiss, was oder wer könnte mich dabei unterstützen? Es gibt natürlich immer einen Folgetermin, sonst ist es keine Beratung. Wichtig ist, dass man die Massnahmen und Ziele überprüfen. Man schaut, was hat sich geändert, wie zeigt sich das, was hat geholfen und was war eher schwierig. Und allenfalls muss man auch die Ziele noch einmal überprüfen und die Massnahmen anpassen. Weitere Themen, was mir auch sehr wichtig dünkt, ist, das hat Michelle auch schon angesprochen, es gibt Spätfolgen, die vielleicht auch bleiben. Und dort denke ich, ist es auch wichtig, um einen Umgang damit zu lernen. Und dass man das einfach auch, ja, dass man das wie auch mitdenkt. Und natürlich muss man da auch, es braucht auch sehr viel Zeit. Aber wie gesagt, sie sind nie allein. Ein anderer Punkt ist auch, wie rede ich mit meinem Umfeld darüber, oder? Also ich hatte eine Tumorbehandlung und der Onkologe sagt, sie sind jetzt geheilt und ich fühle mich doch nicht gleich wie vorher. Man sieht es den Leuten nicht an. Man sieht den Leuten nicht an, wenn sie eine Fatigue haben. Und man sieht den Leuten nicht an, wenn sie Konzentrationsstörungen haben. Und dann, darum ist es ganz wichtig, um sein soziales Umfeld, die es auch etwas angeht, denke ich mal, dass man mit denen darüber redet. Das gibt auch eine riesen Entlastung. Wichtig ist auch, wie geht es mit der Arbeit weiter? Wann starte ich wieder?
Mit wie viel Prozent? Wichtig ist, denke ich, mir da auch, dass man mit dem Arbeitgeber wirklich ein offenes Gespräch sucht und auch immer im Gespräch bleibt. Und wie gesagt, auch zu schauen, was es für ergänzende Unterstützungsangebote sonst noch gibt. Es gibt manchmal eine ganze Reihe, die man einfach noch nicht kennt und wo man bei uns doch einiges an Antworten bekommt. Wir kommen zu zwei Fallbeispielen. Ich fange mit dem ersten an. Das ist Frau K., sie ist 50. Sie hat vor einem Jahr Brustkrebs gehabt, sie ist operiert worden, sie hat Chemotherapie gehabt und muss jetzt noch 5 Jahre Antihormontherapie machen im Volk, also mit Spritzen und Tabletten. Wir haben nach dem Distress-Thermometer auswerten gesehen, dass sie an einem Fatigue leidet, dass sie Neuropathien hat, das sind Gefühlsstörungen, vor allem an den Fingern und an den Füßen, dass sie Schlafprobleme hat und dass sie berufliche Zukunftsängste plagen. Betreffend Fatigue haben wir sie dann zuerst zum Onkologen geschickt, dass mal das Blut untersucht wird, dass da mal geschaut wird, ja, wie viele rote Blutkörper hat sie überhaupt. Also die roten Blutkörper sind wichtig, um den Sauerstoff zu den Organen zu transportieren. Und der Wert muss genug hoch sein. Wenn der Wert tief ist, ist jeder von uns müde. Weiters ist auch, dass man das Eisen kontrolliert, dass man die Hormone alle überprüft, die wichtig sind, vor allem die Schilddrüse. Und bei ihr hat sich dann gezeigt, dass ihren Eisenwert tief war und dass sie dann ein bisschen Eiseninfusionen bekommen hat und dann schon eine deutliche Besserung gemerkt hat. Nachdem ist natürlich das Fatigue nicht einfach verschwunden gewesen. Wir haben wirklich das Energiemanagement anschauen mit ihr. Sie hat zum Beispiel wirklich einmal eine ganze Woche ein Aktivitäten-Tagebuch geschrieben. Was macht sie alles? Wann macht sie Pause? Wann braucht sie die? Wie viel mag sie am Stück machen? Und so hat sie dann eben auch ein bisschen Schwerpunkte setzen. Es kann ja nicht sein, dass sie dann nur für den Haushalt ihre ganze Energie investiert und dann einfach nicht mehr mag vorausgehen oder ihrem Hobby nicht mehr nachgehen kann. Und darum ist das für sie wie wichtig gewesen. Und sich wirklich müssen ihre Energien einteilen und das in den Alltag übernehmen. Betreffend Gefühlsstörungen haben wir sie versucht, sie mal zu einer Akupunktur geschickt und sie hat dann gefunden, dass das ihr sehr gut da. Wichtig ist bei so Gefühlsstörungen auch, dass man barfuß läuft nach Möglichkeit und wenn schon ein sehr gutes Schuhwerk und einfach schauen, dass man trittsicher ist, dass man nicht stolpert. Schlafprobleme, die hat sie natürlich gehabt, die Summe aller Dinge, all die Themen, die sie plagt haben, das ist klar. Sie hat unter anderem auch Wallungen gehabt von dieser Antihormontherapie und sie hat dann vom Onkologen ein pflanzliches Medikament bekommen, das ihr da recht gut geholfen hat. Bezüglich der beruflichen Zukunftsängste war es so, dass sie einerseits in Psychotherapie gegangen ist, um wirklich auch die Ängste mal anzuschauen und einen Umgang zu lernen damit, dass das für sie nicht so sich bedrohlich auswirkt. Und parallel ist sie auch, es hat natürlich eine IV-Anmeldung gegeben, nachdem dass sie ein halbes Jahr krank war, über 100%, und ist jetzt auch mit der IV weiterhin unterwegs in der beruflichen Eingliederung. Das zweite Fallbeispiel ist der Herr D., 62 Jahre alt, Status nach Prostatakrebs mit Chemotherapie, Operation und Radiotherapie, die er machen musste. Und er äußert eine deutliche Leistungsminderung körperlich. Also er ist wirklich begleitet von einer schweren Müdigkeit. Und das nimmt natürlich Einfluss auf seine ganzen Alltagsbewältigungen. Dazu kommt noch, dass er kognitiv äußert, dass er wirklich Konzentrationsschwierigkeiten hat mit Vergesslichkeit und seine Lebensqualität durch das sehr
eingeschränkt hat. Da haben wir ähnlich wie im ersten Fall, sind die Parameter noch gut. Das Hämoglobin, das Eisen, hat er irgendeinen Infekt? Das sind ja alles Sachen, die auch müde machen können. Man tut einfach auch mal die somatischen Sachen ausschliessen. Dann hat es daraus resultiert, mit seiner Müdigkeit, dass wir ihm empfohlen haben, ob er eine Abklärung machen will, so eine Sprechstunde, eine Fatigue-Sprechstunde, um mal zu schauen, wie schwer ist die ganze Erschöpfung und Müdigkeit mit all den Möglichkeiten, die er hat, um im Alltag seine Energie noch einzuteilen. Dann die Konzentrationsschwierigkeiten, Vergesslichkeit. Ist er in ein Gedächtnistraining, das wir auch anbieten. Das hat ihm geholfen, einmal in der Woche. Dann ist er 62 Jahre alt. Da ist natürlich die Frage aufgekommen, wie sieht das einfach auch mit den Finanzen aus? Also Pensionierung steht vor der Tür. Da hat es dann eine Anmeldung gegeben ins Büro von persönlicher Beratung und Unterstützung, wo dort die Fachleute sind und mit ihm das Thema angeschaut haben. Und was wir auch noch angeschaut haben, ist die Partnerschaft. Wie läuft das dort in der Partnerschaft, in der Beziehung? Wie sind die Rollen verteilt nach so einer Diagnose? Wie gehe ich um, auch mit der Sexualität? Und dort ist es auch zu einer Anmeldung gekommen, dann bei unserem Spezialist, beim Psychoonkologen, der auch dann das Thema hat können mit dem Ehepaar anschauen konnte. Genau. Das sind Sachen, die Einfluss nehmen auf die Lebensqualität, aber auch auf das Selbstwertgefühl. Und man ist einfach nicht mehr der gleiche Mensch wie vorher. Es ist eine ganz andere Situation. Man muss das Leben wie neu einrichten. Die Betroffenen müssen viele Sachen akzeptieren, ob sie wollen oder nicht. Sie müssen lernen, mit all diesen Einschränkungen oder Veränderungen umzugehen. Und das ist ein ganz grosser Anspruch an die Betroffenen und auch das Umfeld. Und wir von Krebsliga Zürich versuchen, wenn bei uns ein Besucher reinkommt, ins Begegnungszentrum, ihn zu begrüssen, anzuhören, was ist aktuell bei diesem Menschen das Thema, in ein Gespräch hineingehen, in ein Einzelgespräch hineingehen, ein bisschen rausfiltern, was ist im Moment nötig, was braucht jetzt der Mensch. Und entsprechend tun wir dann auch die Angebote machen, vernetzen, Adressen abgeben. Einfach so, dass die Betroffenen wieder bei uns rauslaufen, stabilisiert und wissen, ja, jetzt habe ich für mein Problem, das ich jetzt habe ich eine Unterstützung bekommen. Und ich weiss, ich kann auch jederzeit, wenn etwas ist, mich wieder dort hinwenden. Es ist wirklich immer offen. Ohne Voranmeldung, genau dann, wenn ich es brauche, komme ich die Unterstützung über. Wir haben hier noch ein paar Beispiele zur Literatur. Das oberste ist die neu überarbeitete Broschüre «Fattig bei Krebs». Die ist sehr, sehr gut. Da ist noch mal genau beschrieben, was ist Fattig, was sind die Ursachen, was kann ich tun, und auch, wie informiere ich mein Umfeld. Man kann das bei uns in den Begegnungszentren beziehen, die Broschüre, oder ist bestellbar im Krebsliga Schweiz Shop. Das zweite ist ein Buch «Wege aus der Erschöpfung», das man jetzt bei uns auslehnen kann, im Turmhaus. Dann kommen noch zwei Apps. Das eine ist Swings App. Das ist eine Informationsplattform und verbindet Betroffene mit ihrem engsten Umfeld. Und das andere ist Antire App. Das ist eine App, wo es um tumorbedingte Fatigue geht. Da sehen Sie unsere Kontaktdaten. Einerseits die in der Stadt Zürich.
das Wäldli in der Mitte und das Turmhaus in Winterthur. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse. Wir sind sportlich gewesen. Wir sind noch da für Fragen und sind anschliessend aber auch noch am Stand, falls Sie noch etwas erfahren möchten. Danke vielmals. Ja, also. Ja. Ah ja, genau. Ja. Die Frage ist, ob es, wenn man die Fatigue früher erkennt, die Möglichkeit auch da ist, dass es dann schneller besser wird. Wie bei einer Schmerztherapie. Sage ich die Frage richtig? Ja. Ja, genau. Also es ist so, also je früher man das anschauen kann, von der Symptomatik her, und je früher Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie ich mit dem umgehen kann, umso besser natürlich. Bevor die Erschöpfung noch mehr zunimmt, macht es Sinn, wenn man es genug früh anschaut, wenn man die Symptome hat, dass man auch genug früh kann intervenieren kann. Ja. Genau. Man weiss auch, wenn jemand ein Bewegungsmensch war vor der Therapie, ist das sicher ein riesen Vorteil. Weil er bewegt sich dann immer noch mehr als andere, die noch nie sich wirklich bewegt haben. Und das ist sicher eine Ressource. Oder? Weil die Freude an Bewegung, wenn das so, wie so ein, bisschen, ein Grundelement ist von einem selber. Und die Leute sind dann auch mental relativ stark in dem und sagen, ich bin jetzt müde, ich gehe jetzt in der gleichen halben Stunde raus. Ist das optimal? Ja, genau. Wir haben da noch, willst du, Entschuldigung, wenn wir zuerst die Fragen hier im Saal, oder? Okay. Wir haben da eine Frage aus dem Chat. Gilt das Angebot nur für Zürcher oder auch Leute, welche in anderen Kantonen leben? Das gilt auch für Ausserkantonale. Also wir haben vor allem mit den Begegnungszentren haben wir durchaus Leute aus dem Thurgau und aus dem Schaffhausischen, die kommen. Wo man muss genauer anschauen muss, ist, wenn es um versicherungstechnische Sachen geht, um Unterstützung in diesem Bereich. Ich weiss, dass jede Krebsliga in der Schweiz auch einen Sozialdienst hat. Also wenn es um Gelder geht, allenfalls, dann würde ich mich an die Krebsliga vom Wohnkanton wenden. Aber ansonsten darf selbstverständlich auch die Leute aus dem anderen Kanton bei uns. Ist das richtig, Andrea? Danke. Ich bin Geschäftsführerin hier. Genau. Frage 2, die wir bekommen haben, ist, bieten Sie Dienstleistungen auch zu Hause an, Abklärungen und Therapien? Also wir sind nicht im therapeutischen Bereich tätig, also nur wenn es um Gesprächstherapien geht, aber nicht um medizinische Thematiken. Das ist nicht unser Gebiet, das ist ganz klar. Wo wir heimgehen, also wo vor allem unsere persönliche Beratung und Unterstützung, also unsere Sozialarbeiter, die gehen manchmal heim, vor allem wenn es darum geht, für eine Abklärung, ob eine Familienunterstützung braucht. Oder mal für ein ACP, also für so ein Advanced Care Planning, für die Patientenverfügung. Gehen sie manchmal auch heim. Aber jetzt wir von den Zentren sind eigentlich wirklich vor Ort da. Oder telefonisch oder per Mail, selbstverständlich. Ja, ja. Genau, von den Heim aus anrufen. Ja.
In welchen Fällen ist eine ambulante Onkoreha vorgesehen? Ja, also das würde ich sagen, das kann man zusammen mit dem Onkolog, mit dem behandelnden Onkolog besprechen, dass er dann eigentlich grünes Licht gibt dazu. Und das Programm, das wir vorgestellt haben, das wird ja in Zürich wird das angeboten. Und Winterthur hat ja ein Onkoreha-Programm vom Kantonsspital Winterthur aus. Also nicht, dass die Winterthurer nicht dürfen auf Zürich kommen, mit dem, das wollte ich nicht sagen. Aber die Erfahrung sagt, dass die Leute, die in Winterthur wohnen, nicht noch die Energie haben, um auf Zürich zu gehen. Aber es ist selbstverständlich, das Angebot ist für alle da. Mhm. Genau. Ich habe leider den Anfang verpasst, tut mir leid, ich war mal beschäftigt. Aber Cancer Survivorship ist ein Thema, das immer wichtiger wird. Das hat er sicher gesagt. Oder? Es gibt immer mehr Leute, die mit Krebs leben und lang leben. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass die schwierigste Zeit für die meisten Patientinnen und Patienten ist, wenn die Behandlung abgeschlossen ist. Und also wir kommen nicht jede Woche mehr. Es gibt auch einen Verlust an Sicherheit und Kontrolle. Und jetzt muss es ja heben und die Unsicherheit psychisch und die ganze emotionale Geschichte, aber auch finanzielle Berufe, wie Sie das schon gesagt haben. Und irgendwo fehlt mir jetzt, und ich frage mich, ob wir ein Konzept haben, das Problem, wo irgendwo man beim Spital fertig ist und ihr, wo das Angebot habt, und der Übergang ist irgendwie ja völlig freiwillig. Also wenn jetzt der Patient zufälligerweise findet, ich gehe mal ins Turmhaus, dann hat er Glück gehabt, aber meistens gehen ja die, die sowieso ein bisschen Lust haben. Und braucht es nicht viel mehr, ein Brückenschlag, doch. Klinik, also ein Konzept. Mhm. Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Also es braucht ein Konzept. Nach dem letzten Behandlungstag, wenn der Onkologe sagt, die erste Therapie ist jetzt abgeschlossen, es geht jetzt 3 Monate und dann werden sie aufgeboten für ein Verlaufs-CT, für eine Blutentnahme und dann für das Gespräch. Das ist wirklich die schwierigste Zeit für die Leute. Und ja, es braucht da noch die viel bessere Vernetzung. Und das Konzept. Ich glaube, Dominique Bless ist mitschuldig, dass es dann nicht sehr gut funktioniert, der Brückenschlag. Also ein grosses Dankeschön für uns an Krebsbetroffenen. Aber das ist das, was ich als Geschäftsführer der Krebsbetroffenen mit anderen Spitälern die machen. Dass die Leute fast einen Pflichttermin bekommen, um es mal zu erleben. Assessment machen im Spital. Mhm. Also jetzt ist fertig, jetzt was könnte ein mögliches Problem sein, sexuell, finanziell, sozial, beruflich, ist egal. Familie vom Morphium wieder oben, etc. Und dann mit quasi mit dem Aufgabenheft in das Cancer Survivor. Also Unispital Bern ist nicht vorbildlich, aber die hat ein riesen Programm dort. Es tut extrem viele Ressourcen binden, muss ich sagen. Ja, das hat sehr viele Angestellte. Damit, dass sie in der heutigen Umfeld das Spital sich das können leisten können. Aber das ist meistens ein Angebot, wo ich denke, so, aber meistens, es gibt ja das Turmhaus schon und die Fachhausbeweise gibt es ja schon, aber dass man strukturiert mehr, also auf der Seite auf dem Spital und dann auf der Seite auf dem Empfang bei euch auch strukturiert. Im Prinzip geht es ja darum, eine Reintegration können anzukriegen, von der, ja, ich meine, nach 3 Monaten nach der Therapiebeendigung redet man ja noch nicht von Long-Term Survivorship, sondern einfach Survivorship mal. Aber es ist ein nächster Schritt im Rahmen von dieser ganzen Neuorientierung, wo Krebspatienten und ihre Angehörigen müssen durchgehen, zuerst den Boden verlieren und nicht wissen, wie es überhaupt weitergeht und nachher Schritt für Schritt wieder schauen, kann ich meine Hobbys machen, kann ich Fasnacht machen, kann ich Sport machen.
etc. etc. Also alles das ist dort wieder neu in Frage gestellt und muss neu angegangen werden. Und also wir haben viele Leute, die einfach sagen, ich bin luftleerer Raum. Ja, das hören wir auch viel. Ich habe keinen Boden unter den Füßen mehr und nachher heisst, ich bin luftleerer Raum. Und dort, die, wie du gesagt hast, die Brücke, die Brücke, die braucht es dringend. Und zwar eigentlich gesamtschweizerisch, nicht nur kantonal oder klinikabhängig. Sehr richtig. Ja, ich weiß. Wir reden darüber. Institutionalisieren, so als Brückenschlag. Also wir haben ein Problem an dem Ecke noch nie gehabt, aber hat mir vielleicht auch geholfen, dass man sagt, ja, du bist gut unterwegs oder nein, da hast du noch. Also dass das vielleicht etwas ist, was wir können institutionalisieren. Das machen wir bereits, Herr Lehner. Also wir machen, ich rede jetzt schnell, ich switche schnell meinen Job und bin jetzt schnell im KSW. Wir machen bei jeder zwei, also bei der Ersttherapie, bei einem Patienten machen wir das noch nicht, weil dann ist ganz vieles neu. Und wenn der Patient für die zweite Therapie kommt, also von seiner ersten, von seinem Durchlauf, machen wir mit ihm das Assessment. Das, es kann sein, und wir haben das aber auch, muss ich sagen, wo Covid war, haben wir das auch müssen mal zwangspausieren aufgrund von unseren Ressourcen. Aber jetzt ist das eigentlich, läuft das schon wieder, dass wir das dort schon machen. Und das ist eigentlich auch der Punkt, wo wir dann die Leute jetzt von der, aus der Seite Pflege schon auf Krebsliga Zürich und aufmerksam machen. Aber eben, das ist der Anfang. Und am Schluss von der ersten Therapie steht die Frau und der Mann an einem ganz anderen Ort. Und ich denke, auch dort muss sich etwas ändern. Damit eben, dass man wie so ein das Fallnetz dann einbaut, dass die Leute eben nicht in den freien Fall rein. Hallo. Geschäftsführerin von der Herbstliga Zürich. Gibt es eigentlich genau für die Patienten gesunde Gruppen? Es ist so eine, die Leute sind ja in einer zweiten Situation, sie sind immer noch Patienten und trotzdem sind sie eigentlich entlassen ins Gesunde wieder. Gibt es da überhaupt einen Leistungsauftrag? Nein, es gibt nur einen Leistungsauftrag, man gibt es Finanzierung. Ja, genau. Das ist das Problem, sage ich mal, wenn die Krebsliga in der Schweiz und dem Dachverband genauso gleich diskutieren, die sind alle zu 85% Spenden finanziert. Wir haben keinen Franken auf dem Kanton, außer wir machen Rauchstoppkurs in der Prävention. Ja. Wir sind auf Spender, auf Legaten und Erbschaften angewiesen. Und ganz kleinen Teil kommen von der DSV über, weil wir Kurs machen. Und das ist der Leistungsauftrag, ist genau die Problematik. Ich sage jetzt mal so Leistungsauftrag. Also, wir sind Fachpersonen, die Onkologie-Fachpersonen, wenn sie mit ihnen reden, in den Begegnungszentren. Können keine Franken generieren, obwohl sie, wenn sie Breast-Nurse wären, im Spital das können abbrechen. Das auch nicht löhnen, das ist einfach die Situation. Es geht um die Fakten. Und Fakt ist eigentlich genau das, und der Nick hat vorangeschlossen, aber dass die Leute zum Schönen, schön ist, dass so viele mehr Leute überleben als in 20 Jahren, aber das Schweizer Gesundheitssystem hinkt hinten noch in der Regierung. Weil der Goku hat erzählt von Distress-Thermometer, es gibt auch noch andere, die sozioökonomischen Red Flags. Ich habe übrigens auch das KSB, ich habe einen Pilot mitgemacht, danke, mit der Fachhochschule Ost, um das Distress-Thermometer zu erweitern und vier Fragen stellen, um zu finden, die haben die Leute gefahren bei den finanziellen, bei den sozialen Themen, dass man eben sozioökonomisch, dass in Zukunft auch finanzielle Engpässe hat, weil man nicht arbeiten kann, weil man zu früh arbeiten kann und durch das chronifiziert etc. Also dort gehen wir in ein Feld rein, wo auch noch niemand spricht, wo die Politik nicht redet, was sie mit den Töpfen sind für das Departement. Jetzt bin ich festgestellt politisch geworden. Wir arbeiten dann mal wieder zurück zu den Betroffenen und versuchen zu sagen, kommen. Wir versuchen die Leute zu ermutigen, hören zu, wenn wir etwas beschäftigt kommen. Und parallel dazu versuchen aber eben auf die finanziellen Schienen vorzubereiten. Wenn wir alle kommen, haben wir schon alles Problem mit den Ressourcen. Aber
wenn es der Onkologe wieder für eine Onkoreha zu verordnen? Oder wir brauchen vielleicht einen anderen Arzt, der darauf schaut, wenn man uns auf die Glocke läutet, dass wir die andere Richtung mehr bitten, zu schicken, dass sie nicht mehr wieder zahlen. Ich möchte gerne noch eine Frage stellen, die wir hier auch aus dem Chat bekommen haben. Und zwar: geht man davon aus, dass eine Fatigue irgendwann heilt? Michelle, du hast etwas. Wir haben einen Sheet, wo etwas gestanden ist von 40%, soviel ich weiss, von denen, die Fatigue haben, die mit einer bleibenden Fatigue rechnen müssen. Mit dem muss man rechnen, aber wenn, wer das genau betrifft, das ist für uns überhaupt nicht klar. Also eine Fatigue braucht sicher lang, bis es besser wird und ganz verschwindet. Und es kann auch zum Teil bleiben. Ich glaube, das ist so. Ja, genau. Also das Leben richtet sich nachher nach der Fatigue ein. Was habe ich für Möglichkeiten, dass ich möglichst eine höhere Lebensqualität habe mit dem unsichtbaren Symptom? Ja? Es ist nicht immer richtig definierbar, nach was für Medikamente zum Beispiel dass die jeweilige Patient gekriegt hat, dass die Gruppen, die diese Medikamente bekommen haben, eher prädestiniert sind, dass es sich chronifizieren wird, verglichen zu anderen Patienten, die ein anderes Medikament gekriegt haben. Ich glaube, nicht einmal das ist definiert, weil es so einfach multifaktuell ist. Ja, genau. Genau. Wieso ist es nicht so, innerhalb der ersten 5 Jahre, wenn man Krebs überlebt hat, man ist dann nur noch in der Jahreskontrolle, wieso wird nicht automatisch auch eine Blutkontrolle gemacht? Wieso? Ich habe wirklich das Gefühl, man ist dann so, alles muss man selber wählen, es wird nichts mehr. Auch das, wenn Sie sagen, Verlauf-CT, man hätte gerne mal wieder, wo stehe ich, ein MRI oder ein CT. Es wird alles nichts gemacht, weil man sagt, ja, Lebensqualität, man könnte eventuell etwas entdecken und so weiter. Ja, aber voran wird man so engmaschig und alles wird gemacht und nachher plötzlich wird man nicht. Also ich kann vielleicht... Nein, Entschuldigung, nein, oder von welchem Tumor? Also von welchem Tumor wir reden jetzt? Also die, am meisten geht es um Brustkrebs und dort... hat man herausgefunden, das ist ein langer Weg in den letzten 30 Jahren. Vor 30 Jahren hat man in Deutschland einen Tumorpass bekommen, der alle 3 Monate die Stressgebiet von Lungen und der Unterschied bekommen. Und man hat festgestellt, dass das nichts genützt hat, bezüglich eine Chance von denen, die einen Rückfall bekommen haben. Und Angstfaktor fest aufgegangen ist, weil jede Untersuchung ist wieder Angst. Und da hat man sich darauf beschränkt, Brustkrebs jetzt, nur noch die Nachsorge zu machen, die lebensrettend sein können. Und das ist die Mammographie. Und fertig. Und es braucht kein Blut. Blut nützt dort gar nicht. Das gesagt haben, heisst nicht, dass man die normale Vorsorgeuntersuchung, die man sowieso einfach machen sollte, zum Beispiel bei einer Frau den Abstrich oder bei einem, jeder, der über 50 ist, ab und zu mal eine Dickdarmspiegel. Die muss man natürlich trotzdem machen. Das gehört nicht auf. Und das ist tatsächlich die Aufgabe vom Hausarzt, aber auch vielleicht vom Onkologen, der es abgibt, dass er sicherstellt, dass die Patienten nicht zwischen Stuhl und Bank gehen, dass sie plötzlich nichts mehr haben. Aber wie gesagt, das ist das Thema von der Früherkennung, von einer Zweitfrüherkennung ist ein schwieriges Thema tatsächlich. Und mit Brustkrebs ist man dort von sehr vielen Untersuchungen auf sehr wenig zurückgegangen. Und das Gleiche bei gewissen Lymphdrüsenkrebs sind wir auch. Und bei Hoden. Die Hodenkrebspatienten haben alle 3 Monate ein CT gemacht bei den jungen 20-Jährigen und haben dann gemerkt, das war dann schädlich nach 40 Jahren. Die sind dann gekommen mit Tumoren von den vielen CTs. Mhm. Und darum sind wir dort auch fest zurückgegangen. Also man kann das nicht über ein Ding schlagen. Mhm. Aber das Bedürfnis habe ich schon, Kontrollbedürfnis dürfen wir äußern. Aber mit Brustkrebs kann ich es erklären, warum es so minimalistisch macht. Also ich kann auch von mir sagen, dass ich meine 2 Jahre immer einen CT gemacht worden. Ja. Und wenn ich dann vor bin ins Spital, dann sind Blutuntersuchungen gemacht worden, alles. Ja, das ist jetzt aber ein anderer Tumor. Anderer Tumor, ja. Ehrlich gesagt. Ja. Genau. Und auch dort ist bei meinem Blutzimmer eigentlich auch weg. Ja, aber du weißt ja schon. Das
Ja. Nein, aber ich glaube, wenn der Patient informiert wird, was Sinn und Zweck ist, wie du es jetzt auch gemacht hast, dann hat auch der Patient ein besseres Verständnis, warum dass man nicht jedes Mal das volle Programm wieder ausfahren tut. Weil es hat das Ziel, warum dass man es reduzieren tut, auch den psychischen Aspekt. Aber man muss es kommunizieren. Und Kommunikation ist ein Problem, das häufig auf der Onkologie einfach die Zeit nicht vorliegen tut. In Bezug auf diese Präventivmaßnahmen, also Prophylaxe-Untersuchungen und so weiter, muss ich aber sagen, die Krebsliga hat in den letzten Jahren einige Programme lanciert, wo man automatisch auch aufgeboten wird. Ob das jetzt Dickdarm ist oder ob das Brustkrebs ist, wo man einfach aufgeboten wird, und wo, weil man ein gewisses Alter erreicht hat. Unabhängig davon, ob man schon eine Krebserkrankung hatte oder nicht. Sondern man ist dort einfach in der Datenbank drin und dann wird man angefragt. Hat man Interesse an die Präventionsuntersuchungen, die Vorsorgeuntersuchungen oder nicht? Aber man darf das natürlich alles nicht vernachlässigen, wie du es gesagt hast. Es gibt schon den Aspekt, wo vielleicht Sie auch gesagt haben, dass Sicherheitsbedürfnis ab und zu mal sagt, ich habe Angst und ich wollte wieder mal wissen. Angst. Man hat vorhin so viel durchgemacht, ich will wieder mal wissen, wo ich stehe. Ja. Und man kann es ja dem überlassen, was man möchte wissen. Die einen vertragen es vielleicht nicht, oder? Ja. Das ist richtig, das ist ein bisschen, natürlich, es hat auch gesundheitsökonomische Aspekte und die Kosten, aber ich glaube, es ist letzten Endes, wenn eine Patientin oder ein Patient sehr unruhig ist, dann tut man sich und dem Patienten keinen Gefallen, weil man sich immer wehrt dagegen. Und manchmal ist es ja ganz nützlich zu sagen, okay, jetzt haben wir CT, dann ist die Frage ist immer, was beruhigt, also ist die Nervosität fordern und gerade noch zurück länger als Beruhigungsphase? Also was, wo ist der, was ist die Frage? Aber wenn man zuerst muss ganz fest Schmerz haben irgendwo und erst dann wird etwas gemacht, dann kann man definitiv nicht mehr machen. Also das finde ich ein bisschen so, muss ich jetzt erst kommen, oh, ich kann im Fall gar nicht mehr, mit tut das Date und weg, ich kann fast nicht mehr auf, wenn man den Rücken so will. Erst dann, ja, dann ist es spät. Ist gut. Zwei Wochen bevor ich ins Date gekommen habe ich immer geschwommen. Ja. Ich glaube, es ist, also für mich ich glaube, es ist ein Mittelweg nötig. Entschuldigung, dass ich da die Antwort gebe. Man soll nicht warten, bis man nicht mehr laufen kann, logischerweise. Aber tatsächlich, wenn jemand Rückenweh hat wegen einem Ableger im Knochen, dann ist leider Ableger im Knochen. Ob es zwei Wochen früher oder später entdeckt ist, spielt keine Rolle mehr. Das ist dann programmiert in Metastase und es ist leider nicht mehr eine klar heilbare Situation. Dort spielt die Zeit dann eben nicht mehr so eine große Rolle, muss ich schon sagen. Aber natürlich, wenn man noch im Rollstuhl ankommt, weil man nicht mehr gelähmt ist von dieser Metastase, hat man etwas verpasst, weil dann, das ist absolut, da gebe ich schon recht. Das ist aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man als Krebspatient und in meinem Fall jetzt wegen MS, sich auch bewusst ist, man hat zwar die Erkrankung gehabt oder hat sie noch oder wie auch immer, aber es gibt noch viele andere Erkrankungen, die man eben auch kriegen kann, die nichts mit Krebs oder so zu tun haben. Die völlig normal über einen Hausarzt laufen, dient so weiter eine Abklärung. Aber die Angst, dass man eben eine schwere Erkrankung schon durchgelebt hat, die ganze Familie, es ist ja eine Familienerkrankung im Prinzip, die sitzt viel tiefer wie jemand, der einfach, ich sage es jetzt banal, auch wenn es trotzdem schwerwiegend ist, einfach mit einer Diskushernie zum Arzt geht, auf Deutsch gesagt. Es ist ein Unterschied, aber wir dürfen wirklich nicht vergessen, wir können auch völlig eine normale Erkrankung haben. Aber das heisst nicht, dass wir schon wieder Krebs haben. Okay. Das glaube ich schon auch. Ich glaube, das ist eine Frage. Der Frage. Wo der Körper einen gemacht hat, indem er Krebs bekommen hat, ist ein irrsinniger Vertrauensbruch. Richtig. Und da ist man in einer anderen Situation als einer, der das nie erlebt hat. Und da kann ich den Wunsch sehr gut verstehen. Ja, ich auch. Das ist ein Vertrauensbruch, da muss man zuerst verarbeiten. Okay. Die Angst existiert. Sind andere Fragen da? Super. Very well. Gut. Also wir bauen ein tolles Cancer Survivorship Programm. Ja, das wäre schön. Ja. Finde ich gut. Bitte bei. Aber irgendjemand bezahlt. Merci vielmals. Danke. Super, bist du auch.